Hi, ich bin der Günther, ich komme aus eurem Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Smaragd. In der letzten Folge haben wir hier in, keine Ahnung wie die Stadt auf Englisch heißt, Slateport City, Team Aqua besiegt und den Boss Adrian, heißt er auf Deutsch, getroffen. Und ich habe rausgefunden, wo es den EP-Teiler gibt nach der Folge. Also kämpfe ich jetzt noch in einem Doppelkampf, einem unerwarteten gegen Matrosen und eine Schwimmerin mit Glumanda und die sind beide irgendwie komisch gefärbt. So, Weedy, du nutzt Absorber auf das Ding. Günther, du vernichtest das Glumanda. Überleben. Wer hätte das gedacht? Los! Zack. Was ein krasser Kampf. Ich will das am besten jetzt möglichst schnell machen. Das ist jetzt unnötig. Ich muss erst hier halten, damit ich wieder nach Blütenburg kann. Denn ich muss für den EP-Teiler nochmal zu unserem guten alten Präsidentenfreund. Und der EP-Teiler ist gar nicht so gut, wie ich dachte in diesem Spiel. Denn tatsächlich kriegt damit nur das Pokémon, das ihn trägt, und das Pokémon im Kampf alle. Aber trotzdem reicht es für meine Zwecke zumindest derzeit. Und man kann sich den abholen, sobald man den Brief an Troy oder Stone abgegeben oder wie auch immer der auf Englisch heißt, abgegeben hat. Hey, Präsident, Ibims. Du hast den Brief ausgeliefert. Oh, danke schön. Hier, nimm ihn. Wenn Pokémon das hält, dann bekommt auch Erfahrung. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Wo ist der EP-Teiler? Davon kann man auch mehrere bekommen. Das gebe ich. Ja. Warte, was? Was? Das Ding hat Reflektor dabei gehabt? Ich hab dem das nicht gegeben, das muss es beim Fangen bereits getragen haben. Warte, Günther trägt. Ich will das jetzt sicher gehen. Ja, du hast jetzt. Okay, da steht nicht Change, also hat's keins. Und Pflanzi, denke ich mal, hat auch keins. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum zur Hölle das Ding eine TM hatte, aber. Ich mach komische Geräusche beim Leben. Doch mal bleib stehen, du scheiß Rentner. Rentner gibt das. Jawohl. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen was übersehen. Oh, ey. Krasser Aerodactyl und
Glutexo. Buidi, du gehst lieber raus und... Ja, kacke, ich habe nicht wirklich was zum Wechseln. Und Günther benutzt... Auf Aerodactyl. Zygarde erhält 2 Level. Seemobs! Tut mir zwar leid, Seemobs, du bist cool, aber ich muss. Weedy erlernt. Kriegt ein Level und erlernt Paralyse. Oh, Zugabe auf ihn. Habe ich nichts gegen. Oh, das hat mehrfach getroffen, war aber zum Glück nicht so stark. Zygarde levelt ganz schön gerade. Wow, jetzt habe ich die eine von denen in meiner Eintragsliste. Ich zu gute Deutsch. In meinem Eintragsliste habe ich die jetzt nicht im Pokénav, sondern in meinem Eintragsliste. Und... Ich bin ein fucking Vollidiot. Warum soll habe ich mir nicht hier schon ein neues Pokémon gefangen? Warte, welcher Knopf war... Ah. Oh Mann. Kann ich hier ein neues Pokémon für meine Bank fangen? Bitte komm mit, Alter. Und ich hätte vielleicht direkt hier auf Fragezeichen Man vorne gehen. Ich kann hier in der Stadt und auf der neuen Route ein Pokémon fangen. Ich ganz verpennt. Und wie viele Bälle habe ich? Nicht so viele, aber ich probiere es erstmal damit. Nein. Einen Suchen. Okay, da wird es nicht drin bleiben. In einem Superball. Komm, Blitzer wäre übel nice. Als ob. Ein Versuch noch dann. Okay, ich hätte es jetzt so viele Bälle verschwende wegkommen lassen. Aber wenn es letztendlich noch reinkommt, wie nenne ich das Blitzer? Jawohl. Easy GG. Steckdose ist in Box 1. Werde ich gleich mal, sobald ich noch ein paar Level auf Zygarde habe, reinnehmen und trainieren. Warte, kann ich hier in der Stadt irgendwo angeln oder geht das doch nicht? Was da aber anscheinend so ist. Ich denke mal, hier kann ich nicht angeln. Ja. Warte, da hinten. Irgendwie habe ich mir eingebildet. Ah, auf der anderen Seite hier von. Aber da komme ich nicht hin. Nee, hier in der Stadt selber kriegt man leider kein Pokémon. Dann. Pokémon? Fragezeichen mehr nach vorne. Vielleicht noch ein neues Pokémon. Es ist die Möglichkeit, ein...
reiße ich mich nicht drum. Vor allem ist es mal wieder ein Pflanzen-Pokémon. Davon habe ich eh so viele. Hier nicht drin bleibt. Im zweiten Pokéball, ja, hat sich sehr geheilt. Hä? Als ob's trotzdem drin geblieben ist. Ja, gut. Oh, cool. Jetzt habe ich gleich das nächste Weed-Pokémon. Das ist jetzt... Das war nicht der Plan. Ach so, hä? Das ist... auch Weed. Wunderbar. Dann würde ich sagen, level ich jetzt noch hier offscreen kurz im Gras. Und dabei kann ich auch gleich gucken, was es hier sonst noch gegeben hätte. Oh, wenn ich das gefangen hätte. Ich denke, die betreffende Person weiß, wie das Ding geheißen hätte. Schade. Ich glaube, irgendwie Weedy ist nicht gerade der Beste, um hier vorne zu sein. Ich tue lieber mal Dodo vor. Schade. Aldorfisch bekommen wäre auch cool gewesen. Zygarde erreicht Level 11. Ich würde sagen vielleicht Level 13 oder 14 oder so. Da ist auch die Frage, warum ich das überhaupt trainiere. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Du wirst in Box 14 gebracht. Du auch. Die zwei sind tot. Aber du, Mu, Party-Pokémon, Schiff. A place. Ah Mann, ich muss es noch mal kurz. Ich muss den EP-Teiler hier runternehmen von Zygarde, weil jetzt mal im Ernst, das Ding ist nicht stark. Oh, es gibt so ein Symbol da. Das Ding ist einfach nicht gut. Ich hab was in der Hinterhand, falls was schief geht. Aber solange es geht, nehme ich ja lieber solche Pokémon. Und den XP-Share-Steckdose. Ja. Dann trainiere ich jetzt sogar nicht mal extra, sondern geh weiter. Hier ist der Radweg.
aber ich habe kein Rad. Deswegen muss ich woanders lang. Oh. Hi. Oh, Günther. Cool, dass ich dich hier sehe. Wo ist Maike? Also, ihr seid separat unterwegs. Okay, auch gut. Ja, ich hab gehört, du hast jetzt ein Pokénav hier, meine Nummer. Außerdem kann ich so deinen Pokédex abrufen. Jetzt bist du glücklich. Ciao. Yay. Oh, Doppelkampf. Das können... Oh, Kamerob ist krass. Aber Günther ist vorne. Und Günther kann beide... Aua! Ich denke, das sagt alles. Hier, du machst mal Watergun auf Kamerob. Überlebt das Ding, habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich ja auch gut da angegriffen mit dem anderen Angriff. Oh, Steckdose, ja, gönn dir die Erfahrung. Ein Feuerriegel, Alter, ja, schenk dir. Hey, bitte. Oh, Dodo macht Damage. Dodo haut in die Fresse. Wenn das vierte Pokémon jetzt... Ah, Level 10 für Steckdose. Wenn das nächste Pokémon jetzt auch eine Wasserschwäche hat... Ein spannender Kampf. Alle haben eine Wasserschwäche und Günther ist vor... Oh. Günther bumst mal wieder rein. Warte, andersrum hier. Du benutzt Schnabel. Wenn das nicht reicht, dann verschwinde aus meinem Land. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr überzeugt von meinem Dodo. Level up, hier Steckdose kriegt auch noch was. Haha, ich hab gewonnen. Boah, das war viel Kohle. Deine Augen sind übrigens toll. Also, ne? Die leuchten rot. Das sieht ein bisschen creepy aus. Route 103. Ich tue wieder Weedy nach vorne. Der hat mehr Potenzial. Teddy Ursa. Der braucht aber mal gescheite Attacken. Komm, Pflanzi kriegt mal wieder einen Einsatz. Ist es. Richtig. Ich muss ja immer noch bei den englischen Namen das überlegen. Was? Ja, wirklich jetzt. Wie nah musste ich an die dran laufen? So, wir haben ein Psycho-Pokémon, also Weedy. Habe ich hier lieber nicht drin. Boah, das ist allgemein nicht gut hier. Ja, du bist auch Gift. Da muss ich eigentlich sogar auf ein Fragezeichen mal gehen. Und du hast mal den Stalos in. Warte, Stalos? Es gab doch noch ein Pokémon, das fast genauso heißt. Und ich überlege gerade, welches davon das ist. Stalos und Stolos gab es und das vor mir. Du machst mal hier Verfolgen auf den Typen und du isst einen Stein. Das macht viel weniger Schaden, als ich dachte. Ja gut. Ein bisschen Erfahrung, Günther kriegt auch ein Level. Junge, immer wenn es irgendwie knapp wird, ich habe Günther und Fragezeichen Man als Killermaschinen.
Ja, Günther pennt halt. Aber ist egal, vermutlich. Steckdose kriegt noch ein Level. Junge! Jammer, Käfer. Aber der Käfer ist schief. Was macht Ruckzuck? Okay, der macht nicht so viel Damage. Oh, es hat die geheime Fake. Oder ist es bei dem Ding die geheime? Ja, es wurde identifiziert. Was willst du dann identifizieren? Okay, es ist tot. Hat er noch ein Pokémon? Nein. Oh mein Gott. Ich meine, hallo. Owldale Town kenne ich nicht. Aber hier gibt es Fang. Not even in Nibble. Not even in Nibble. Oh. Kann ich noch ein Pokémon fangen? Kann ich noch ein Pokémon fangen? Kann ich noch ein Pokémon fangen? Will ich das fangen? Will ich das fangen? Will ich das fangen? Also wenn es will, dann will ich es auch. Tolle Aussage, ich weiß. WTF. WTF. Das hat ein bisschen hart legezählt, gemein. Oh, Kabuto wurde gefangen. Das ist. Alter, ich liebe meinen Namensskills. Ich hab einen Stein gefangen, Jungs. Boah, ich würde tatsächlich sagen, für die Folge reicht's jetzt mal. Ist zwar nicht besonders viel passiert, aber hey, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, außerdem habe ich drei Pokémon gefangen. Beschwert euch nicht.